Folgende Entwicklungen, also hier in Europa natürlich Brexit immer noch ein wichtiges Thema. Aber hier ist was damit zusammenhängt. Brüssels Krieg gegen das Auto. Volkswagen wird jetzt bestraft für das Schummeln bei absolut unsinnigen Regulierungen durch die Europäische Union. Also die Europäische Union sagt, jedes Jahr strengere Abgasvorschriften und so weiter und so fort. Natürlich muss VW so und so viele Autos verkaufen, die Arbeitsplätze am Laufen halten, sonst bricht hier eh das Chaos aus bei uns. Also die eierlegende Wollmilchsau wird verlangt von Volkswagen und Volkswagen hat dann hier halt eben dann so ein bisschen rumgetrickst mit einer Methode, die eigentlich seit Jahren schon diskreditiert war in Amerika und es ist sehr, sehr leicht, diesem Schwindel auf die Spur zu kommen. Und es anscheinend kam er raus, vor Jahren war das schon irgendwie bekannt, aber jetzt heißt es auf einmal, Volkswagen wurde erwischt und Brüssel schickt eventuell Volkswagen in die Pleite. Oho. Und zwar geht es hier um den Unterschied zwischen den amerikanischen Strafzahlungen und Entschädigungen, europäischen Entschädigungen. Also in Amerika kriegen die Leute für so ein Auto, was sie zurückgeben, einen Haufen Geld. Und bei uns kriegen sie eine Tasse Kaffee. Und jetzt sagte dann Brüssel, naja, eigentlich hoffen wir, dass Volkswagen auch das hier ähnlich gestaltet in Europa, so wie in den USA. Dann sagen hier Reporter und Journalisten, Moment mal, wenn auch nur annähernd die Volkswagen hier so viel zahlen muss an die Leute, die so eine Schummelkarre gekauft haben, dann wäre die Strafe oder wären die Entschädigungszahlungen in der Höhe von ca. 150 Milliarden Euro. Das kann Volkswagen nicht überleben. Also schickt Brüssel nun Volkswagen in die Pleite, nachdem Brüssel uns die ganze Misere überhaupt erst eingebrockt hat? Wird hier ein Autobauer ruiniert? Wird hier das Auto an sich ruiniert? Volkswagen wirkt da, glaube ich, dann mit dem Slogan, das Auto. Und genau das will Brüssel ja kaputt machen und schon seit Jahren. Also es ist höchste Zeit, dass weitere Länder aus der Europäischen Union austreten. Ich meine, sonst sind unsere Jobs alle weg, unsere Zukunft ist weg. Und das hier hängt damit zusammen. People have this power. The numbers don't decide.